So, ihr habt euch schon mittlerweile entschieden, ob ihr den 500-Euro-Schein von Peter abkaufen wollt oder den von dem Obdachlosen. Jedenfalls ist es aber in der Praxis bei einem Aktienunternehmen gar nicht so einfach zu bewerten, ob dieses Management, was ja dann mit dem Geld der Aktionäre auch umgeht im Betrieb, gut umgegangen wird. Und in deinem Buch steht ja auch drin, dass allenfalls die Geschäftsberichte zum großen Teil auch eine Marketingbroschüre sind, wo natürlich versucht wird, zum Bilanzstichtag das Unternehmen so gut wie möglich dastehen zu lassen. Und jetzt mal aus deiner ganzen Erfahrung heraus kannst du mal für uns Privatanleger zusammenfassen, wie man denn Manipulationen, Betrügereien oder kleine Tricksereien herausfindet, um eine bessere Einschätzung zu bekommen, wohin man sein Geld geben soll. Ja? Also die erste Aufgabe, wenn man sich mit einem Unternehmen beschäftigt, die erste Aufgabe ist, dass man sich mal auf die Webseite geht und sich freischalten lässt für den Newsletter, den das Unternehmen so veröffentlicht, abgibt. Ja, also man wird dann, lässt sich freischalten für alle Unternehmensnachrichten, für Ad-Hoc-Nachrichten und für solche Dinge. Und da geht's schon los. Es gibt tatsächlich Unternehmen, bei denen gelingt das nicht. Ja, dieser Abonnement-Service, den man sich da freischalten lassen möchte, der endet irgendwo im Nirvana des Internets. Sie kriegen keine Meldungen darauf. Oder es ist wahnsinnig aufwendig. Ja? Warum muss das Unternehmen meinen Namen, meinen Titel, mein Alter, mein Geburtsdatum, meine Adresse wissen, wenn ich alles, was ich haben möchte, ist, deren E-Mail zu kriegen? Ja, der Rest geht die eigentlich gar nichts an. Ja, das heißt also, wie komfortabel ist das, dass ich mit dem Unternehmen in Kontakt trete? Das ist schon mal der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, Sie haben da eine Kontaktperson, können Sie den anrufen? Ja, auf der Investor Relations Seite gibt es bei den DAX-Unternehmen tatsächlich mittlerweile auch bei vielen eine Kontakttelefonnummer für Privatanleger. Dann rufen Sie die mal an und stellen denen eine Frage. Und dann werden Sie schon sehen, wie Sie behandelt werden. Denn eins ist klar, das ist meine feste Überzeugung, ein Unternehmen, das mit seinen Aktionären schlecht umgeht, geht auch mit seinen Kunden schlecht um. Und wenn ein Unternehmen mit seinen Kunden schlecht umgeht, dann ist es ein schlechtes Unternehmen. Diese Aktie will ich nicht haben wollen, ob sie billig ist oder nicht, ich will sie nicht haben. Ein Unternehmen muss seine Kunden immer, das ist immer das Höchste und Wichtigste, ich muss alles tun, um den Kunden zu halten. Und wenn ich sehe, dass hier der Kunde schlecht behandelt wird, dann tut das der Aktie sicher langfristig nicht gut. Das heißt, Sie sprechen mal mit dem Investor Relations Mann oder Sie schicken eine E-Mail. Wenn Sie eine E-Mail schicken, dann sehen Sie ja schon, wie schnell die beantwortet wird. Es gibt DAX-Unternehmen, da wird diese E-Mail in Sekunden beantwortet. Ja, Sie kriegen zuerst mal eine E-Mail, da steht dann, vielen Dank für Ihre Anfrage, wir werden Sie weiterleiten, wir werden Sie uns so bald wie möglich mit Ihnen beschäftigen. Solche Unternehmen gibt es. Es gibt andere, da hören Sie überhaupt nichts. Wochenlang nichts. Ja, dann können Sie ja schon Ihre Schlüsse ziehen. Wie gut ist das Unternehmen denn? Wie gut geht das Unternehmen mit Ihnen um? Und wie ziehen Sie Ihre Schlüsse? Wie gut gehen die denn an mit Ihren Kunden um? Dann schauen Sie sich den Vorstand an. Auch als Privatanleger haben Sie dazu die Möglichkeit. Sie gehen auf die Hauptversammlung, Sie googeln mal auf YouTube ein paar Videos, schauen Sie sich an, wie der sich so verhält, ob Sie mit dem persönlich warm werden. Wenn Sie auf der Hauptversammlung gehen, ich weiß, es ist aufwendig, da muss man vielleicht ein paar hundert Kilometer reisen, aber wenn sie am Ort ist, dann die 2 Stunden nehmen sie sich doch und gehen da mal hin. Ja, und dann schauen sie sich den mal an und dann in der Pause kann man mit ihm auch mal sprechen. Gerade bei den Small- und Mid-Caps, die sind immer offen für Gespräche, dann sprechen sie mal mit denen, stellen ihnen ihre Fragen, die sie haben oder sie schicken eine E-Mail, fragen sie ihre E-Mail. Das ist Ihr Unternehmen. Sie sind der Anteilseigner dieses Unternehmens. Das ist nicht, Sie sind da kein Bittsteller, sondern es ist Ihr gutes Recht, Fragen zu stellen. Also stellen Sie diese Fragen und schauen nach, wie sie beantwortet werden. Schauen Sie sich die Hauptversammlung an. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Vorstand? Der nächste Schritt ist, sind die Interessen von Ihnen und die Interessen vom Vorstand in Einklang? Das ist eine der wichtigsten Kriterien, die ich habe, wenn ich Aktien bewerte. Denn es gibt viele Statistiken, die zum Beispiel zeigen, dass familiengeführte Unternehmen eine bessere Entwicklung haben als managergeführte Unternehmen. Also ein familiengeführtes Unternehmen ist ein Unternehmen, das von einer Familie mal gegründet wurde und diese Familie ist immer noch im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Die Familie hat immer noch viele Aktien.
Muss nicht unbedingt die Mehrheit sein, aber sie haben immer noch so viele Aktien, dass es ihnen wehtut, wenn der Kurs fällt. Und damit haben sie die beste Übereinstimmung, weil was kann ihnen denn Besseres passieren, als einen Vorstand, dem es wehtut, wenn der Aktienkurs fällt? Was Besseres kann ihnen doch gar nicht passieren. Und das heißt also, schauen Sie nach, wie viele Aktien hält der Vorstand? Hält der gar keine Aktien? Das gibt es selbst bei, natürlich bei DAX-Unternehmen ist es nicht so ganz einfach, dass der da 1-2% von dem Unternehmen kauft. Ja, wenn das Unternehmen 10 Milliarden wert ist, dann sind 2% übersteigen auch die finanziellen Verhältnisse von reichen Menschen. Aber bei einem Small- und Mid-Cap mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen oder 200 Millionen, da kann man schon mal erwarten, dass der Vorstand selbst über Aktienkäufe oder über Optionen am Unternehmenserfolg beteiligt wird. Ja, dann tut es ihm auch weh, wenn es schief geht. Und damit verhindere ich auch sofort dieses Quartalsdenken. Wir wollen ja langfristig. Wir haben ja gesagt, auf Quartalssicht kann ich die Zukunft nicht prognostizieren. Ich kann sie nur langfristig auf Sicht von 5 oder 10 oder 20 Jahren prognostizieren. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, bei dem der Vorstand beteiligt ist, und er ist jetzt nicht unbedingt 75, sondern ich habe noch eine entsprechende Lebenserwartung in den, dann ist er das Beste, er hat Aktien, weil dann weiß ich, er wird auf Sicht von nächsten 20 Jahren das tun, damit der Aktienkurs steigt. Das heißt, er wird langfristige Investitionsentscheidungen treffen, er wird nicht jedem Trend hinterher hecheln, sondern er wird bei seinem Leisten bleiben, wie man so schön sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Er wird das tun, was er immer gemacht hat und das sehr gut gemacht hat. Und da bleibt er dabei und dann damit wird auch der Unternehmenserfolg langfristig sichergestellt sein. Und das ist so eigentlich eine der wichtigsten Kriterien, hat der Vorstand Aktien. Ja, weil dann tut es ihm weh, wenn er Mist macht und das wollen wir ja. Ansonsten haben wir viele persönliche Befindlichkeiten. Meinetwegen, es gibt Menschen, die wollen keine langhaarigen Vorstände haben. Ja, das ist dann ihre Entscheidung. Das hat jetzt nichts unbedingt mit der Qualität des Vorstands zu tun. Ja, es gibt Menschen, die wollen keine Vorstände haben, die 30 sind. Ja, da hätte man vielleicht Apple nie kaufen dürfen, weil Steve Jobs hat Apple mit in den 20ern gegründet. Also das sind so persönliche Befindlichkeiten, da will ich Ihnen nicht reinreden, das ist Ihr Ding. Aber was Sie objektiv machen können, ist eben, hat der Vorstand Aktien, wie berichtet er Ihnen? Schauen Sie sich den Geschäftsbericht mal an. Was steht da drin? Steht da, sind es mehr Marketing-Argumente, die da drin stehen, oder sind da wirklich harte Fakten? Gute Unternehmen berichten harte Fakten. Und gute Unternehmen sind transparent. Da werden die wichtigen Zahlen genannt und die stehen da auch drin. Ja, da steht zum Beispiel eine Segmentberichterstattung drin. Da ist ein Cashflow-Statement drin. Es ist ja bemerkenswert, dass die EU vor 2 Jahren oder so entschieden hat, dass Unternehmen keine Kapitalflussrechnung mehr veröffentlichen müssen. Dabei ist der Cashflow das wichtigste Entscheidungskriterium für eine Aktie. Ja. Aber das machen die meisten, oder? Es gibt DAX-Unternehmen, die machen es nicht mehr. Und übrigens, nebenbei bemerkt, muss auch ein Unternehmen keinen Q1- und Q3-Bericht mehr veröffentlichen. Es ist ja egal. Ja, Q1 und Q3 ist ja nicht so wichtig, Hauptsache wir haben einen Halbjahresbericht. Ja, das Problem ist, wenn ich keinen Q3-Bericht veröffentliche, das Problem, was ich dabei habe, ist, wenn Sie ein Unternehmen sind, das im Freiverkehr notiert sind, dann haben Sie üblicherweise 3 Monate Zeit für die Abgabe des Halbjahresberichtes. Und komischerweise 99% der Unternehmen nutzen diese 3 Monate genau aus. Das heißt, da wird der Halbjahresbericht am 30.09. veröffentlicht. Für den Gesamtjahresabschluss haben die Unternehmen aber 6 Monate Zeit. Und komischerweise nutzen die meisten Unternehmen auch diese 6 Monate vollständig aus. Das heißt, der Jahresabschluss wird am 30.06. veröffentlicht. Das heißt, mal zusammengefasst, zwischen dem 30.09. des Vorjahres, wo der Halbjahresbericht veröffentlicht wird, und dem 30.06. des darauffolgenden Jahres, hören Sie vom Unternehmen nada. Ja, und jetzt wissen Sie, schauen Sie sich mal an, was mit VW in 9 Monaten passiert ist. Das ein Riesenkonzern wie VW war nach 9 Monaten nicht mehr der gleiche. Ein völlig anderes Unternehmen. Und da kann ich mir viele Geschäftsmodelle ausmalen, wo in 9 Monaten viel passieren kann und dann muss das Unternehmen nichts davon berichten. Also mein Rat an Sie, kaufen Sie Aktien nur von Unternehmen, die Sie ernst nehmen. Und unter ernst nehmen bedeutet auch ein anständiges Reporting. Ein anständiges Reporting besteht aus Quartalsberichten, aus anständigen, zahlenbasierten
Fakten, die da drin stehen, nicht aus Meinungen und Marketinggewäsch, sondern da soll wirklich Fakten drin stehen. Wir erwarten einen Umsatzwachstum zwischen 5% und 6% für dieses Jahr. Das soll drin stehen. Nicht, wir erwarten, dass der Umsatz wächst oder möglicherweise wächst. Ja, das ist eine Ausrede. Nageln Sie den Vorstand an den Zahlen fest und wenn Ihnen das nicht gelingt, dann lassen Sie die Aktie sein. Es gibt genügend. Ja, nehmen Sie das ernst, dass ein Unternehmen Sie ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, das sollten Sie eines Ihrer ersten Kriterien sein. Und wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, Sie ernst zu nehmen und Quartalsberichte, also Q1 und Q3 Berichte fürs erste und dritte Quartal zu veröffentlichen, dann heißt das, die wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Und das ist eine Aktie, mit der Sie nichts zu tun haben sollten. Das ist interessant, also so quasi, dass man den Geschäftsbericht so liest und guckt, hat der Vorstand da messbare Ziele überhaupt formuliert, die ich irgendwie in einem Jahr oder in zwei Jahren überprüfen kann. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Comdirect beispielsweise, die hatte ich als Anfänger mal 2 Jahre damals, glaube ich, und die haben da immer genau gesagt, wir wollen dieses Jahr so und so viele Neukunden gewinnen. Und das war für mich als absoluter Börsenanfänger total einfach, weil ich konnte mir dann einfach ja den Bericht des Vorjahres anschauen, konnte sehen, wie viele Neukunden wollten sie denn gewinnen im neuen Jahr und konnte dann anhand einer simplen Checkliste sagen, ja, haben sie Ziel erreicht oder sogar überfüllt. Und dann, wenn ich sehe, okay, die haben sozusagen in 2, 3 Jahren sogar das Ziel immer ein bisschen überfüllt, na dann ist es doch anscheinend jemand, wo man das wenigstens mal überprüfen kann. Aber wenn ich immer nur lese von spannenden Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld und weiß ich, dann denke ich mir immer, ja, bla bla bla, wo ist die konkrete Sprache? Also das meinst du, denke ich, ne? Ganz genau so ist es. Also da gibt es auch ein paar gute Bücher darüber, die geschrieben wurden über das Reporting von Unternehmen. Und bemerkenswerterweise kann man auch beweisen, dass die Unternehmen, die eben über das Notwendige und gesetzlich Geforderte hinausgehen, dass die auch dann die bessere Kursentwicklung haben. Schauen Sie sich zum Beispiel mal BASF an. Das ist ein Unternehmen, das seit Jahren den Preis für die beste Investor Relations gewinnt im DAX. BASF und Allianz, die geben sich ja eigentlich jedes Jahr den Staffelstab in die Hand. Mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne. Aber diese beiden Unternehmen sind immer ganz vorne. Da gehen Sie mal auf die Webseite. Sie werden Augen machen, was Sie da alles an Informationen bekommen. Und dann schauen Sie sich andere Unternehmen an, die eben nicht bereit sind, Sie ernst zu nehmen und die nicht bereit sind, Ihnen Informationen zu geben. Und das ist immer ein Hinweis dafür, dass das Unternehmen was zu verschleiern hat. Und Verschleierung brauchen wir nicht, weil wir brauchen Transparenz, weil nur mit Transparenz kann ich auch die Zukunft prognostizieren. Okay. Gibt es noch andere Dinge, die vielleicht nicht nur im Management oder deren Entscheidungen begründet sind, sondern zum Beispiel irgendwie besondere Zahlen oder besondere Eckdaten, andere Dinge, die man überprüfen kann, um zu sehen, oh, hier muss ich auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall. Wie geht ein Unternehmen mit dem anvertrauten Geld um? Ja, ich kenne tatsächlich Unternehmen, wo auch der Vorstand Economy fliegt. Ich kenne tatsächlich Unternehmen, wo auch der Vorstand nicht im 5-Sterne-Hotel übernachten muss. Der hat auch keinen Fahrer, der fährt selbst. Solche Unternehmen gibt es. Es gibt andere Unternehmen, da gehen Sie mal auf die Homepage und schauen sich mal an, wie da eigentlich das Headquarter ausschaut, der Firmensitz. Ist das ein Neubau mit Ölgemälden an den Wänden und Statuen von Bildhauern? Weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass alles Unikate sind. Mhm. Ja, wenn ein Unternehmen Unikate sammelt, dann weiß ich, da hat man viel Geld ausgegeben. Wenn ein Druck an der Wand hängt, einen Druck kriege ich möglicherweise für wenig Geld. Ja, weil ein Druck ist ein Massenprodukt. Habe ich immer das Neueste im Firmensitz? Sind die Möbel alles wunderbar? Ist der Firmensitz alle 2 Jahre, ziehen die um oder kaufen sich die neuen Firmensitz, nur damit hier auch der Anschein von Erfolg gezeigt wird? Oder legt das Unternehmen mehr Wert darauf, Geld zu sparen? Eine meiner Börsengänge, die ich gemacht habe in den 90er Jahren am neuen Markt, war ein Unternehmen, das war ein IT-Dienstleister. Und als wir den besucht haben, da saßen die 4 Vorstände und Firmengründer in einem Büro zusammen, das etwa
30 Quadratmeter groß war. Da saßen die vier zusammen in diesem Büro. Die haben sich eine Sekretärin geteilt und die Möbel, die haben sie von ihrem ersten Kunden abgekauft für 5 Euro in Erinnerungswert. Als wir den dann erfolgreich an die Börse gebracht haben, hat ein anderer IT-Dienstleister aus Hamburg angerufen und gesagt, hey, was die können, wollen wir auch. Kommt doch mal vorbei und bringt uns auch an die Börse. Also sind wir nach Hamburg geflogen und sind bei denen zum Firmensitz gegangen. Da sind wir dann in so einem gläsernen Aufzug in 5. Stock hochgefahren und danach ist mein Fuß in einem 5 cm dicken Teppich versunken. An der Wand waren die besagten Ölgemälde und wenn man sich die Firmenzeitschrift aufgeschlagen hat, dann war da ein Bild von einem Poolparty und da stand dann drauf, dass es ja so wunderbar war, dass alle Mitarbeiter mit ihren Ehegatten ein verlängertes Wochenende auf Ibiza verbracht hat. Und damit ist ja klar, ja, die einen, da sitzen 4 Vorstände gemeinsam in einem Zimmer und die anderen feiern eine Party mit Ehegatten auf Ibiza. Ja, welchem würden sie ihr Geld geben? Und genauso sollten sie handeln. Also es ist nicht schwierig, Unternehmen herauszufinden, die das Geld rausschmeißen, sondern es ist nicht schwierig. Jeder kann das. Man muss nur 2 und 2 zusammenzählen. Schauen Sie sich die Webseite an. Es gibt wunderbare Unternehmen, die haben katastrophale Webseiten. In der Tat. Ja, der legt einfach keinen Wert drauf auf die Webseite, weil er sagt, ich steigere meine Gewinne sowieso jedes Jahr um 20-25%. Da muss ich nicht auch noch die Webseite berücksichtigen. Ja, das sind die Ausnahmen. Die kann man übersehen. Also bei denen gilt die Regel nicht, aber bei allen anderen gilt die Regel, wenn ein Unternehmen das Geld rausschmeißt und nicht für Sie als Aktionär anlegt, dann ist es ein Unternehmen, das ich nicht unbedingt haben will. Also das muss dann schon geheilt werden durch etwas anderes. Okay, ja. Das war doch eine Menge an Kram, den man sich im Endeffekt mal zu Gemüte führen kann, bevor man investiert. Und das würde ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen. Also alle Leute, die jetzt sich mehr mit dem Thema Aktien bewerten und so weiter beschäftigen, die sollten auch wirklich mehr und mehr Initiative ergreifen. Ich persönlich mache das jetzt auch immer mehr und mehr, wo ich einfach merke, ich war zum Beispiel zum Eigenkapitalforum, habe da die Gelegenheit mal dem Vorstand von Better Home einfach Fragen zu stellen und danach zu sagen, möchte ich investieren oder nicht. Ja, oder ich fahre wirklich zu den Hauptversammlungen hin, um tatsächlich mehr rauszufinden als einfach auch nur das, was man in irgendeiner Facebook-Gruppe herausfindet durch die Meinung anderer oder einfach tatsächlich, was Peter gesagt hat, wirklich anrufen. Tatsächlich kann man da ziemlich schnell auch häufig mal den ersten Eindruck gewinnen. Da sagt man dann danach nicht sofort, okay, jetzt kaufe ich deswegen oder jetzt kaufe ich nicht deswegen. Aber das sind ja alles so kleine Indizien, die man dann versucht, zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Ja? Das ist ganz wichtig. Eine Aktie zu kaufen ist wie ein Puzzlespiel. Ja, Sie wissen am Anfang nicht, was für ein Motiv dieses fertige Puzzle dann gibt, sondern Sie setzen die Teile einzeln zusammen und am Schluss haben Sie das Motiv und da steht dann Kaufen oder Verkaufen drauf. Aber bis Sie nicht das letzte Puzzlestein eingefügt haben, wissen Sie es nicht, ob Kaufen oder Verkaufen da steht. Und jedes dieser einzelnen Puzzlesteine ist wichtig. Ja, wenn Sie da nachlässig werden, dann verpassen Sie das Motiv. Und Management und Qualität der Berichterstattung, Qualität des Investor Relations Services, das sind alles einzelne Puzzlesteine, die müssen zusammengefügt werden und nur die Summe aller Puzzlesteine ergibt dann das Bild. Und deswegen muss man auf alle Dinge achten, auf die man achten kann. Und wie geht der Vorstand mit einem um? Wie geht der Vorstand mit dem Geld um? Was verdient er denn eigentlich so? Hat er eigene Aktien? Das sind alles so kleine Puzzlesteine, die man unbedingt berücksichtigen muss und die auch relativ schnell herauszufinden sind. Also da muss ich mich jetzt nicht wochenlang in den Computer setzen, sondern mit dem fange ich mal an und dann bin ich nach 10 Minuten schon viel weiter, wenn ich sehe, der Vorstand hat 20% Aktien, der Vorstand, der Firmensitz ist nicht unbedingt im Frankfurter Westend oder in München Grünwald oder im Herzogpark, sondern der Firmensitz ist in einer Gegend, wo ja vielleicht noch die Mieten halbwegs bezahlbar sind und die Grundstückspreise bezahlbar sind. Also wenn ich sowas schon mal sehe, dann bekomme ich schon ein viel besseres Gefühl, als wenn ich mir denke, wow, warum hat der denn eigentlich 2 Firmensitze? Ja, gibt es auch viele Unternehmen, die haben 2 Firmensitze. Ja, da ist dann einer in München und einer in Hamburg. Was soll das? Der eine, wo die Frau ist und der andere, wo die Freundin ist. Genau. Würde kein Mensch mit seiner privaten Firma machen. Ja? Denken Sie sich, wie würden Sie diese Firma leiten, wenn sie Ihnen gehören würde? Weil sie gehört Ihnen als Aktionär.
Ihnen gehört die Firma. Ja. Das wird immer vergessen. Ja, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, Gehaltsstrukturen allgemein. So, wie sind die Anreize dann gestaltet? Und der Punkt natürlich auch, wie viel Aktien hat hat der Vorstand selbst? Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich nur sagen, Leute, nutzt die heutigen Möglichkeiten. Die sind ja besser denn je, weil wir können ja sozusagen jetzt heutzutage auf YouTube uns die Videos und Interviews direkt mit denen angucken und sehen die Sprache, sehen den Ausdruck von denen. Und ich mache das persönlich genauso. Also ich habe mir viele von diesen Gehaltsstrukturen von unterschiedlichen Gaming-Anbietern damals angeguckt. Und dann, wenn du halt siehst, dass die einen irgendwie 60 Millionen verdienen und die anderen verdienen 20.000 Dollar im Jahr, sind aber mit ihrer eigenen Firma seit mehreren Jahren sozusagen in diesen Börsenkonzern investiert und haben eigene Anteile und verdienen aber als CEO fast nichts, dann ist das eine Sache, die mir persönlich viel besser gefällt als irgendein anderer Manager, der halt irgendwie 60 Millionen kassiert, egal wie das Unternehmen sozusagen performt, ja. Selbst bei einem Unternehmen, wo sozusagen, das war kein Gaming-Anbieter, sondern ein Produktionshaus und Internetunternehmen, wo im Prinzip der Börsenkurs über die letzten Jahre immer weiter nach unten gegangen ist, obwohl es einen Bullenmarkt gibt und das Management aber irgendwie 80 Millionen Dollar verdient. Also das ist für mich eine ganz klare rote Flagge dann. Aber dann danke, Peter, für die erste Session heute. Und morgen, Leute, wird es noch interessanter. Morgen wird sich nämlich Peter mal mein Depot vornehmen und ich habe schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil dann werden wir so eine kleine Analyse mal machen, so einen kleinen Portfolio-Check und noch so ein paar andere Videos dazu drehen. Also, gute Nacht und bis morgen.